Hi, grüß euch, zuletzt Barbecue und Grill. Heute gibt es einmal eine schnelle Nummer. Aber wirklich ganz eine schnelle. Wie das ausschaut, so schaut's aus. Schweinsbratwürsteln gefüllt mit Cheddar-Käse. Ich gehe ein Stück zu, dass ihr es besser seht. Ist das nicht herrlich? Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich noch ein Intro. Bis dann. Tschüss. So, dann legen wir los. Da sind meine Zutaten. Heute ist überschaubar, heute geht es schnell. Da habe ich 250 Gramm rohe Schweinsbratwürste. Da habe ich einen Cheddar-Käse. Und da habe ich ein super Gewürz. Habanero und Chili, geräuchert. Ihr könnt es natürlich nehmen, welches das wollt. Mir schmeckt das. Und wie wir das jetzt machen, zeige ich euch gleich. So, da ist wieder meine schöne Schüssel. Da haben wir jetzt da die rohen Bratwürstel. Entweder ihr drückt gleich so drauf, da kommt es auch raus. Man kann es aufschneiden. Schaut nicht appetitlich aus, aber es hilft nichts. Wir brauchen es. Das mache ich jetzt einmal, dann sehen wir uns wieder. So, mittlerweile haben wir es geschafft. So schaut es jetzt aus. Ich habe jetzt Handschuhe an und da kommt noch von dem Gewürz Habanero und Chili, das ist wirklich kurz und auch scharf. Ihr könnt natürlich nehmen, welches ihr möchtet. Wenn es rauskommt, aber jetzt. Ein Öss, ein Teelöffel. Kein Esslöffel, weil das wird euch sonst zu viel. Und das kneten wir jetzt ein wenig durch. So, und jetzt kneten wir es ein wenig durch, deswegen haben wir die Handschuhe an. Dass wir das ein wenig vermischen da. So, dann habe ich das jetzt geschafft. So schaut es jetzt aus. Und dann schneiden wir uns jetzt den Käse her. So, dann schneiden wir uns ein bisschen Käse her. Das ist ein Cheddar-Block. Und wie man herstellt, riecht sie einfach nach der Höhe vom Käse. Je nachdem, was für ein Käse das habt. Ich nehme da jetzt mein scharfes Messer und die schneide mir da einfach so runter. Dann das in die Hälfte. Das mache ich jetzt und genau so groß werden die Sticks, wie der Käse halt braucht. Je nachdem, was für ein Käse das habt. Da schneide ich jetzt einmal ein paar runter, weil ich muss einmal schauen, wie viel das überhaupt brauche. So, dann fangen wir mal an. Nehme ich mal ein bisschen so ein Brett. Dann mache ich mir das ein wenig ungefähr so lang, wie der Käse ist. Das pickt. Schauen wir mal. Dann lege ich da den Käse her. Holen wir da wieder was. So, das Ganze umschließen wir. So schaut es dann aus. Da habe ich ein Backpapier, da lege ich die drauf. Und jetzt mache ich die anderen. Und wenn ich soweit bin, dann zeige ich euch es wieder. Also, so schauen sie jetzt aus. Der Deckel ist leer. Käse habe ich viel zu höher geschnitten, aber das macht nichts. Also merkt euch, für 4 Kilo kriegt man 3 solche Kaliber raus. Mit denen gehe ich jetzt raus zum Grill. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. So, jetzt sind wir draußen beim Grill. Grillplatten ist schon heiß. So schauen meine Dinge aus. Ich habe es mit nassen Fingern, kann man schön glatt streichen. Und die schmeißen wir jetzt einmal auf den Grill. Und die lassen wir jetzt eine Eichel da. Die haben genug Fett. Da rinnt eh ein wenig was aus, das ist zum Fetten. Ich mache jetzt meinen Deckel zu und lasse ein wenig so. Schaut sehr mal, da wird das Fett aus der Rind. Immer wieder ein wenig umdrehen. Scharf angrühen, dass der Käse drinnen bleibt.
So, die Enden wollen wir auch wenn grün. Da haben wir jetzt einen Handschuh anzogen, weil sonst verbrennt es mir es wieder. So, halte ich es einfach ein wenig hin. Ich glaube, die schauen schon gut aus. Die legen wir sie jetzt auf. Ah, der ist auch extra knusprig. Die lege ich da jetzt auf. Schaut mal mit, wo ich es hinlege. Da lasse ich es jetzt liegen und ein Eichel ziehen. Wie lang, das muss ich selber nur schauen, das sage ich euch dann. So, da jetzt liegen sie da oben bei 180 Grad, 5 Minuten. Und man sieht schon, der Käse will schon raus. Das ist ein gutes Zeichen. Das drehen wir dann um. Nächtel mag ich es noch liegen lassen, aber ist ein gutes Zeichen, dass sie fertig sind. So, da liegen jetzt meine Burschen. Da ist der Käse. Das schneiden wir gleich mal an. Da hole ich euch zu. Das schaut herrlich aus. Da rinnt der Käse raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Heinz von Let's Barbecue & Grill.